Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und wir sprechen heute über zwei Dinge, die aus meiner Sicht überhaupt nicht zusammengehören, die ich aber gerade eben in einem Beitrag auf Facebook gelesen habe, nämlich Cash-Secured Puts und Hedging. Und irgendwie passen diese beiden Dinge gar nicht und deswegen nehmen wir das mal alles auseinander jetzt hier im Video. Ich habe einen Beitrag gelesen auf Facebook in unserer Facebook-Gruppe, die Optionshändler, wieder mal. Ne? Das ist also wirklich, da bekomme ich die meisten Anregungen auch für Videos her. Deswegen viele Grüße an alle, die da aktiv dabei sind. Stellt alle Fragen, fragt euch alles oder fragt mich alles, fragt die anderen Teilnehmer. Das ist ganz, ganz toll. Das macht ihr wirklich gut. Und da war eine Frage dabei und die habe ich, als ich die gelesen habe, ich habe sie schon verstanden, was der Fragesteller damit meint, aber ich habe gemerkt, er hat das Prinzip nicht verstanden. Was nichts Schlimmes ist, weil deswegen gibt es ja uns, damit wir das Ganze hier aufklären können. Und zwar hat er also Folgendes gefragt. Und zwar, er hat gesagt, er hat einen Cash-Secured Put gemacht. Okay. Oder wenn er einen, das war glaube ich eine rhetorische Frage oder eine theoretische Frage. Cash-Secured Put. Und ich glaube, Restlaufzeit waren irgendwie 30 Tage. Delta 0,10, also minus 0,10. Und jetzt hat er geschrieben Folgendes. Und zwar, er hat ja jetzt, wenn er also so einen Put hier aufsetzt und jetzt würde die Aktie jetzt fallen, wie er denn das Ganze dann hedgen sollte. Also, soll er noch einen weiteren Put kaufen? Soll er das Ganze rollen? Und so weiter und so fort. Riesendiskussion dann darunter mit ganz, ganz vielen tollen Vorschlägen. Ich will euch mal hier meine Idee dazu geben. Aus meiner Sicht heraus brauchst du beim Cash-Secured Put überhaupt kein Hedging. Du brauchst es nicht. Warum? Weil was ist die Idee hinterm Cash-Secured Put Writing? Heißt es überhaupt? Ja, also ihr wisst schon, Cash-Secured Put. Ne? Also beim Schreiben von Cash-Secured Put. Du schreibst einen Put. Also es heißt hier Aktie, so und irgendwo sagst du hier, ich schreibe einen Put. Dafür bekommst du eine Prämie. So. Und das Cash-Secured, das sagt dir, okay, wenn die Aktie jetzt bis zum Verfallstag fallen würde und am Ende unterhalb dieses Strikes notieren würde, dann lasse ich mir die Aktie ins Depot buchen. Das heißt, dann bin ich bereit, die Aktie zu übernehmen. Das heißt, es ist quasi der Plan B. Plan A ist das hier. Das ist Plan A. Dir geht es eigentlich nur um die Prämie. Okay? Wenn du jetzt aber sagst, hier, okay, das ist eine Aktie, die wollte ich ohnehin immer schon mal haben und jetzt bekomme ich sie vielleicht ein paar Prozent tiefer, dann hast du deinen Hedge schon, weil du sagst, okay, die Prämie behalte ich auf jeden Fall und dann hier, dann lasse ich sie mir eben andienen, das ist jetzt in dem Falle mein Plan B. Und dann brauchst du überhaupt nicht hedgen. Ne? Dann gibt es überhaupt keinen Grund, dass du hedgst, weil das muss dir ja im Vorfeld klar sein. Ich glaube, was hier passiert ist, ist, dass so ein bisschen die Strategien verwechselt wurden, ne, oder durcheinander gebracht wurden. Schauen wir es uns mal an. Ein Delta 10, ne, das bedeutet relativ weit weg, eine relativ geringe Prämieneinnahme und bedeutet ja aber auch, du hast eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie da gar nicht hingeht. Du hast nur eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie da hingeht, beziehungsweise dass sie darunter schließt. Wir wollen jetzt nicht noch anfangen mit Potwert und Popwert und so weiter, ne? Aber du hast eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie am Strike oder darunter schließt, aber 90%, dass es nicht hingeht. So, des Weiteren, ich persönlich schreibe hier viel höhere Deltas bei Cash-Secured Puts. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen, muss ich hier hedgen, muss ich hier rollen? Naja, nur dann, wenn du quasi das hier machen würdest, also einfach nur Short-Put, ne? wenn du so ein Short-Put-System nehmen würdest, dann ja, dann müsstest du schon schauen, wie du das Ganze hedgst, wann du das rollst und so weiter, kommt auch ein bisschen auf die Situation darauf an, also wie ist der gesamte Markt, was sagen deine Tagesroutine, deine quasi Großwetterlage, sind wir gerade in einem Bullenmarkt, in einem Bärenmarkt und so weiter und so fort. Cash-Secured Puts kannst du eigentlich außer in einem wirklichen Crash-Fall, also außer in, oder besser gesagt, selbst in einem Crash kannst du ganz hervorragend Cash-Secured Puts schreiben. Warum? Crash bedeutet ja, es geht schnell runter. Wo Cash-Secured Puts ein bisschen schwieriger sind, ist Bärenmärkte, so wie 2000, wie 2007 bis 2009, also wenn es so zwei Jahre geht, wobei selbst da kannst du Cash-Secured Puts schreiben und kaufst eben immer wieder deine Lieblingsaktien ein paar Prozent tiefer. Ja? Und deswegen mach dir also wirklich im Vorfeld, und das ist auch mein Tipp an den Fragesteller,
mach dir im Vorfeld wirklich nochmal bewusst, wenn du einen Cash-Secure-Put aufsetzt, dann willst du die Aktie auch haben. Und natürlich kann es dir passieren, dass die dann noch tiefer geht. Aber das kann dir immer passieren. Ne? Das kann dir auch passieren, wenn du heute eine Aktie kaufst. So. Und wenn du jetzt sagst, du kaufst eine Aktie nur, weil du erwartest, dass sie steigt, und sobald sie fällt, willst du sie gar nicht mehr haben, dann ist das völlig okay, dann ist das Trading, das ist absolut in Ordnung, hat aber nichts mit Cash-Secured-Puts und Investieren zu tun, weil mit einem Cash-Secured-Put-System versuchst du, in ein Depot permanent auf tiefer Niveau immer mal wieder gute Aktien einzunehmen. Das würde natürlich immer, vor allen Dingen dann passieren, wenn die Märkte mal runtergehen. Und in der Zwischenzeit hast du deine Aktien, wenn die Märkte nach oben gehen, hast du die Aktien, die mitsteigen, und du hast eben hier auch entsprechende Prämieneinnahmen. Wer das übrigens mal live sehen will, ne, der schaut sich mal unseren Börsendienst an. Gehst auf unsere Webseite www.optionsstrategien.com, da gibt es den Börsendienst Optionsstrategien, und da haben wir ein Investorenkonto. In diesem Investorenkonto kaufen wir Aktien und schreiben permanent Cash-Secured Puts, die uns auch immer mal wieder angedient werden. Und ja, da haben wir dann auch mal Aktien drin, die mal darunter fallen. Wir hatten eine Kraft Heinz mal im Cash-Secured-Put angedient, deutlich darunter gefallen, und wir haben es dann getrennt, haben Calls dagegen geschrieben und so weiter. Ne? Das kannst du an diesem Depot kannst du das sehr, sehr gut nachvollziehen. Das heißt, wenn dich das interessiert, dann geh auf unsere Webseite, guck einfach Börsendienst Optionsstrategien, oder aber du sagst, hey, ich will das ganze System jetzt mal komplett lernen, wie das wirklich funktioniert, dann nutze einfach die Chance. Hier unten ist ein Link, www.optionsstrategien.com/termin, trag dich da ein für ein kostenloses Erstberatungsgespräch, und wir zeigen dir auf, was du da alles unter anderem mit Cash Secured Puts machen kannst. Vielen Dank für die super Anregung, die ihr mir da gegeben habt. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Eure Fragen, Kommentare wie immer hier unten drunter, und bis dahin, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.